Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir müssen jetzt mit der Argonischen Maid, mit unserem Hauptschiff, rüber nach Bollok, glaube ich, hieß der Ort, wo ich hin muss. Den haben wir auch schon ordentlich jetzt. Wir haben ja unser Hauptschiff jetzt modifiziert. Den will ich mir jetzt aber auch einmal mit euch zusammen ansehen, wie ich den jetzt gebaut habe, wenn wir jetzt da reinkommen. So. Das, genau, hier ist die Docking Station. Und dann müssten wir. Ach nö, warte. Wir haben. Wie ist das jetzt gemacht worden? Was gibt's? Ah, okay, wir kommen von der Seite dahin. Das ist jetzt aber echt doof. Ah, okay. Da war mein Fehler. Da habe ich die Docking Station falsch stationiert jetzt. Das ist hier Zimmer des Captains, also meins. Hier gab es sonst nichts. Das ist ja hier Kontrollzentrum. Ja, und Computerraum. So, hier ist Computerraum. Von hier kommen wir dann. Ja. Hier gibt es nur einen Weg. Okay. Von hier kommen wir dann. Hier in diese Räumlichkeiten, was auch immer das jetzt sind. Hier ist noch eine Tür. Und da vorne. Hier sind die Werkstätten. Okay. Ach nö. Haben die doch nicht ernsthaft jetzt hier in die Treppe gemacht, die Leiter? Ja, das finde ich jetzt beschissen, dass die Leiter hier hingesetzt haben. Dabei habe ich doch hier extra einen Raum gemacht dafür, dass man nochmal runter kann. Und dass die dann da auch nochmal eine Leiter hingesetzt haben. Das finde ich beschissen. Wo waren die jetzt? Hier. Das finde ich jetzt echt beschissen. Ah, kann man das vielleicht nochmal anders machen? Dass man, wenn man das irgendwie dreht oder so, die Räume, kann man die Räume drehen? Weiß man. Ich muss ich mal ausprobieren auf jeden Fall. Aber hier sind wenigstens einmal das große Schlafzimmer von denen. Hier haben wir sogar noch die Krankenstation, wenn es denen mal schlecht geht. Hier haben wir noch mal Gemeinschaftsraum. Und hier auch noch mal ein Gemeinschaftsraum. Haben wir hier keine Betten? Hier haben wir Betten, aber warum sind hier keine? Nee, jetzt ernsthaft, hier haben wir eine Küche und so, aber keine Betten. Gibt es verschiedene Varianten davon? Muss ich das mal ausprobieren, alles? Irgendwie, keine Ahnung gerade. Ich finde das aber doof, mit dem Bauen, dass das irgendwie. Naja, dass man das nicht richtig aussuchen kann, wie man es haben möchte. Wo die Türen dann durchgehen und alles. So, aber egal, wir setzen uns jetzt mal drauf. Und probieren das dann nochmal gleich aus. So, wenn wir abdocken. Muss ich aber nochmal irgendwie ein bisschen umbauen oder so. Immer noch. Das Bausystem habe ich noch. Wir sind frei. Jo, erstmal rammen. So. So, Schilde haben wir erst auf 100% schon. Nice. Wo muss ich hin? In die Richtung. Okay, das wirkt aber schon mal geil. So. Wenn wir jetzt.
Okay. Habe ich ein bisschen doof gedingst, aber egal. Da müssen wir jetzt hin. Da fliegen wir auch hin. Aber einmal werden wir noch richtig umbauen. Definitiv, das Ding. Es ist nur die Frage, ob wir auch an die anderen Dingern da mal rankommen. So, andocken. Kann ich hoffentlich jetzt sehr viele Infos geben. Und ich hoffe, ich hoffe, der ist auch nicht sauer, was da bei Jannadyne passiert ist. Schade, dass die United Colonies so ein großes Schiff für den Krieg und nicht zur Erkundung gebaut haben. Ja, unsere Argonische Maid, die wird noch richtig groß. Keine Sorge. Hab eine Wette verloren und muss deswegen am Geburtstag Putzdienst schieben. So ein Mist. Tut mir leid dafür. So. Hey. Da ist er. Alle Hilfsschiffe sind eingetroffen, Commander. Gut. Commander Kipwe-Kante. Wenn wir fertig sind, bereite ein Briefing vor. Ich will, dass alle CEOs so schnell wie möglich herkommen. Jawohl. Ich wollte in der UC Navy unbedingt bei der SysDev dienen. Warum zielt er auf mich? Commander. Da bist du ja. Wo warst du so lange? Ich habe die Berichte über deinen Auftritt bei Jannadyne erhalten. Du eröffnest in einer zivilen Anlage das Feuer? Bist du verrückt geworden? Das war Sarah. Sie ist stinksauer auf uns. Sie fordern Commander Ikandes Rücktritt. Ich habe den Auftrag erledigt, also hör auf mich zu nerven. Es tut mir leid, Commander. Was soll ich machen, wenn mir die Optionen ausgehen? Musst du wirklich zurücktreten? Zum Glück hast du gerade genug Informationen geliefert, dass ich den Rat überzeugen kann, das Programm fortzuführen. Sie kümmern sich um die Anwälte von Jannadyne. Wir können also weiter daran arbeiten, die Crimson Fleet zu eliminieren. Das mindert aber nicht die Schwere deines Fehlers. Es tut mir leid, Commander. Das sollte ich dich zu den Familien deiner unschuldigen Opfer sagen lassen. Es sind Menschen gestorben, weil du zu stur warst, eine bessere Lösung zu finden. So arbeitet die UC SysDev nicht. Mir ist egal, wie nah wir an Kriegs Vermächtnis sind. Beim nächsten Mal bist du raus aus der Operation und Toft wirft dich in die Arrestzelle. Und zwar mit Vergnügen. Also gut. Wir sind uns wohl alle einig. Also konzentrieren wir uns wieder auf die Operation. Es ist Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen und den Schlüssel anzugreifen. Ich bin gerade richtig sauer auf Sarah. Ich bin froh, dass die UC endlich hinter dir steht. Die sind da drüben ganz schön in Panik. Bin mir nicht sicher, ob es die beste Lösung ist, sie anzugreifen. Ich bin froh, dass die UC endlich hinter dir steht. Dank deiner Beweise konnten wir sie schließlich davon überzeugen, uns die nötigen Mittel zu geben. Bevor du nach Bannock vorspringst, muss ich noch eine Sache klarstellen. Die Credits aus dem Galbank-Transport dürfen die Fleet nicht erreichen. Du musst sie um jeden Preis hierher bringen. Wenn Delgado Zugang zu diesen Ressourcen erhält, könnten wir eine Schlacht auslösen, die wir unmöglich gewinnen können. Wir haben den Funkverkehr der Crimson Fleet im Krieg-System überwacht. Sie sammeln Verbündete, indem sie auf deinem Erfolg basierende Versprechungen machen. So sehr ich es auch hasse, es zuzugeben, die UC SysDev werden keine Chance haben. Die Fleet wird stärker und geeinter sein als je zuvor. Vielleicht hätte die UC diese möglichen Konsequenzen bedenken sollen, bevor sie die Leute auf Suvorov eingesperrt hat. Vielleicht. Aber anstatt über die Fehler unseres Vorgängers zu debattieren, sollten wir an einer schnellen Lösung arbeiten. Und Sarah, weh, du ballerst wieder einfach random irgendwo los. Ich werde dich nicht enttäuschen, es gibt also keinen Druck. Ich nehme an, mit der Kohle abzuhauen und sie für mich zu behalten, kommt nicht zur Frage. Na komm, ich bringe die Kriegs Vermächtnis zurück zur Vigilance. Ich habe immer gewusst, dass du, wenn es darauf ankommt, das Richtige tun wirst. Das wäre es dann. Triff an Bord der Vigilance deine Vorbereitung und dann ab nach Bannock 4. Sobald du mit Kriegs Vermächtnis zurück bist, starten wir den Angriff. Viel Glück. Was geschieht mit Kriegs Vermächtnis, sobald ich es der UC SysDev gebracht habe? Das interessiert mich. Gegen Ende des Krieges von Narion war das Geld für das Freestar Collective bestimmt.
Auch wenn sie damals unsere Konkurrenten waren und es wohl immer noch sind, stehen die Credits ihnen rechtmäßig zu. Sobald das MAST das Geld erhält, wird es wohl an die zuständigen Behörden in Aquila City übergeben. Mhm. Wie konntest du die UC vom Angriff überzeugen? Für die hohen Tiere vom MAST waren deine Beweise für Lieutenant Toft entscheidend, um grünes Licht für den Angriff zu geben. Dank deiner Beteiligung an dieser Operation erhielten wir Hilfsschiffe, zusätzliche Truppen und Waffen. Kurz gesagt, ohne dich wäre da nichts passiert. Okay, was ist die Hauptaufgabe des Sisters jetzt? Unser Ziel ist simpel. Wir kämpfen für die Ausrottung der Weltraumpiraterie in den besiedelten Systemen. Der Großteil der Piraterie geht auf die Crimson Fleet zurück. Unser Hauptziel. Mhm. Okay, also mehr habe ich nicht. Wachsam da draußen. Und mit dir, Fräulein, hab ich später noch ein Hühnchen zu rupfen. Nee, du brauchst jetzt nicht so wegzugehen. Du hast Scheiße gebaut und ich muss dafür gerade stehen. Unglaublich, ey. Die ganze Zeit bei den Piraten zu sein, war bestimmt nicht einfach. So. Halt noch ein bisschen durch. Bald wieder bei den Guten. Könnt ihr Kriegs Vermächtnis entschlüsseln, sobald ich es zur Vigilance bringe? Bist du mit den Verteidigungsanlagen des Schlüssels vertraut? Jeder Hinweis würde uns helfen. Um ihre Kräfte zu verstärken, trommeln sie so viele Captains wie möglich zusammen? Ja, sie sollen sogar einige deiner alten Kontakte verständigt haben. Ohne Kriegs Vermächtnis wird das eine verdammt teure Angelegenheit für die. Doch wir werden bereit sein. Sonst noch etwas? Jasmine Durant versucht, die Abwehrbatterien des Schlüssels online zu bringen. Das hatte ich befürchtet. Ich warne unsere Schiffe, damit sie die Formation lockern. Hoffentlich ist Durant nicht so schlau, wie sie denkt. Vielleicht kannst du sie auch deaktivieren, wenn der Angriff beginnt. War das alles? Das war's bisher, ja. Okay, gib Bescheid, falls vor deinem Aufbruch noch was sein sollte. Könnt ihr Kriegs Vermächtnis entschlüsseln, sobald ich es zu Vigilance gebracht habe? Zu Zeiten des Kriegs von Narion nutzte die Gearbank eine extrem komplexe Verschlüsselungstechnik. Leider okay. Sind die Entschlüsselungschiffren verloren gegangen. Wenn du uns eines der alten Transfermodule der Gearbank bringst, wäre das eine große Hilfe. Keine Sorge, mit deiner Unterstützung sollte das MAST in der Lage sein, die Verschlüsselung irgendwie zu knacken. Hier unten sonst nix. So, warum haltet ihr auf der Vigilant Gefangene, wenn ihr sie auch ins Gefängnis... Naja, das... Bis bald. So. Sarah, wir reden noch. Ist alles okay? Vielleicht steht noch eine letzte Ruhe vor dem Sturm an. Ich guck mal, was ich machen kann. Wenn ich, die Verteidigungsanlagen wirklich deaktivieren kann. So, wir gehen direkt in den Cockpit. So, und abdocken. Aber ich glaube, ich brauche auch deutlich mehr Geld, um das Schiff hier vernünftig zu machen. Alles bestens, Captain. So. Die Richtung. Bannock. Los. Stufe 50, okay. Nach Bannock, okay, da komme ich nicht einfach so hin. Dann muss ich erst einmal nach Copernicus. Gehen wir erstmal nach Copernicus. So, kann ich jetzt nach Bannock? Nee, noch immer nicht. Das heißt nach Ophion jetzt erstmal und dann von Ophion nach Bannock. Aber nochmal ein paar Erfahrungspunkte, immerhin. Wird eine interessante Reise, eine längere. So, Ophion. So, dann... Oh, das ist wieder cool. So was hier.
Sowas feiere ich. Sowas finde ich mega nice. Solche Ringe. So, jetzt können wir nach Bennock direkt. So, warte mal, das will ich mir jetzt auch auf der Karte hier ansehen. Bennock 4, okay. Bennock 4b. Bennock 1, was ist da? Da haben wir ein Schiff. Bennock 3. 3a. Das finde ich jetzt interessant hier. Mein Schild geht aber auch ein bisschen... unbekanntes Signal. Da muss ich hin. Autsch. Alter. Was ist denn das? Mein Schild geht aber hinüber. Nein, nicht das Schiff anvisieren hier. Ich will auf das da zielen. Nein, nicht auf das Schiff. Hör auf das Schiff zu zielen, ja? Alter, der Sturm hier. Okay, da sehe ich den schon. Erfassung, nice. Alter, das ist ja ein Riesenschiff, oder? So, Zielerfassung. Da haben wir den. Volltreffer auf den Grafantrieb. Er ist offline. Andocken. Das ist, wir haben die Legacy schon mal gefunden, immerhin. Sprungantrieb ist wieder da. Alles wird gut. Schön angedockt, Captain. So. Und einsteigen. Ich mache mir da jetzt schon Sorgen. Nein, das wohl. Wir sind nicht die ersten Menschen, die an seit sie festsitzt. Okay, ich will mich hier alles mal ansehen. Ja, die Roboter sind alle kaputt, wie ich sehe. Nehmen wir alles mal mit. Wir werden auf jeden Fall überladen sein, aber ist mir jetzt gerade auch egal. Ich will mir alles ansehen. Vielleicht finden wir hier noch gutes Material oder sowas. Es ist auf jeden Fall hinüber. Ja, die Crew ist hinüber. Das ist klar. Ah, hier, Medipack und Gelbank, glaube ich mal. Aufzeichnung gestartet. Nur zur Info. Ich habe eine Belobigung in deine Akte notiert, Aguilar. Wirklich? Warum denn das? Ah, ganz ruhig, Doc. Ich würde den Arm gern behalten, okay? Sorry.
Was Besseres als so ein Verbandspäckchen gibt's nur im Krankenhaus. Aber der Captain hat recht. Du hast uns den Arsch gerettet. Du bist der Grund, warum wir uns gerade unterhalten können. Das war ein Wahnsinnsschuss von dir im Kampf vorhin. Das ist nicht nötig, Captain. Ich habe nur versucht, uns am Leben zu halten. Mein Gott, Aguilar, nimm das Kompliment einfach an. Sie hatten uns in die Ecke gedrängt, Schilde futsch, Antrieb futsch, Eskorte zerstört und du hüpfst auf unser einziges mieses Geschütz. Ich bin keine Heldin. Wir hatten einfach nur Glück, okay? Hey, ich weiß, es war brutal, Trampley zu verlieren. Ihr standet euch sehr nahe. Aber wir müssen weitermachen und überleben. Du hast leicht reden. Du hast Kellner ja noch. Es weiß doch jeder, dass ihr zusammen seid. Aguilar. Du willst die Wahrheit hören? Gut. Ja, wir sind zusammen. Aber das hat nichts damit zu tun, wovon ich rede. Ich habe 4 Crewmitglieder verloren und versuche, uns andere am Leben und optimistisch zu halten, bis ich eine Lösung finde. Also entschuldige bitte, falls ich deine Gefühle verletzt habe. Captain, komm zurück. Ich... Nicht gut, Aguilar. Gar nicht gut. Verdammt. Crewaufzeichnung beendet. Okay, davon haben wir noch eins. Ich will mir jetzt alles mal anhören. Das finde ich jetzt gerade richtig interessant hier. Crewaufzeichnung gestartet. Heute ist der 20. Tag ohne Essen. Und ich starre auf einen leeren Pokertisch. Unser letztes Spiel. Tja, Simmons Tod. Das wird jetzt wohl nicht mehr... Klappe! Raus. ...haben wir weiter versucht, mindestens einmal am Tag zu spielen. Einfach, um uns abzulenken. Kellner und Liang sind dann als nächstes gegangen. Sie wollten am Ende zusammen sein. Mayfield und ich haben noch Stunden gespielt. Jetzt bin ich allein. Ich hinterlasse das, falls jemand die Legacy findet, die über Bannock 4 festsitzt. Das war's. Vorerst. Ich spiele noch eine Runde alleine. Dann ist Schluss. Ich vermisse dich, Trembly. Und bin bald bei dir. GB Legacy. Over and out. Crewaufzeichnung beendet. So, das will ich jetzt auch nochmal lesen. Crewaufzeichnung gestartet. Ich will's alles wissen. Also, wie lange ist Bakara denn schon da drin? Keine Ahnung. Eine Woche, vielleicht länger. Ich weiß nur, dass er sich mit ein paar Rationen und seinem Gepäck im Klo eingesperrt hat. Seit er Simmons Angst gemacht hat, gehen ihm alle aus dem Weg. Deswegen wissen wir das überhaupt erst seit heute. Bakara, hörst du mich? Mach die Tür auf und lass uns rein. Na los! Scheiß drauf. Ich entriegele die Tür einfach. Hab ich schon versucht. Er hat sie neu verdrahtet oder so. Vielleicht den Code geändert. Irgendwas jedenfalls. Alter, was findet die alle? Oder die Tür durchschneiden? Vorschläge bitte. Ehrlich gesagt würde ich hier im Moment lieber nichts aufschneiden. Das ganze Schiff ist extrem instabil. Mist. Aber wir können ihn nicht da drin lassen. Entschuldigung, aber das sehe ich anders. Bekara ist nach unserer ersten Analyse offensichtlich übergeschnappt und ist Gift für die Moral auf dem Schiff. Soll er eine Weile schmollen. Er kommt schon raus, wenn er Hunger kriegt. Hm, stimmt vielleicht. Crewaufzeichnung beendet. Hier haben wir noch eins. Crewaufzeichnung gestartet. Hallo? Hallo? Der Techniker hat in seiner Nachricht ein Aufnahmesystem erwähnt. Das rote Licht leuchtet. Also funktioniert es wohl. Ich habe vor ein paar Tagen an der Legacy angedockt. Vorerst sitze ich hier mal fest. Alle Systeme auf meinem Schiff, auch der Schildprototyp, sind komplett zerschmort. Die Kiste fliegt bestimmt nie wieder. Keine Ahnung, was die Legacy beschützt, aber es scheint noch gut zu erhalten. Eigentlich unglaublich. Sie ist ja seit fast 40 Jahren hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Schatz gefunden, bin aber hier gestrandet und muss überlegen, wie ich wegkomme. Aber ganz ehrlich, es sieht nicht gut aus. Ganz und gar nicht gut. Ich habe die Leiche.
Oh, ich finde das richtig spannend gerade. Crewaufzeichnung gestartet. Was mit denen? Zu viel Zeit mit dir rum. Halt die Klappe. Sagt einfach Bescheid, wenn der Computer aufzeichnen soll. Es müsste bei allen funktionieren. Okay, gut. Jetzt die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht. Unser Antrieb samt Garf-Antrieb wurde zerstört. Wir treiben auf Bannock 4 zu. Aber dann landen wir doch direkt im EM-Feld von Bannock, oder? Und jeder Schaltkreis auf dem Schiff wird überlastet. Chill, Simmons. Sie hat doch recht. Wenn wir in der elektromagnetischen Strahlung landen, sind wir tot. Hey, lass den Quatsch. Simmons ist zum ersten Mal dabei. Siehst du nicht, dass sie Angst hat? Ja, Baccara, halt die Klappe. Das hilft nicht. Hört sofort auf. Alle. Wir müssen alle mal kurz durchatmen. Es sieht nicht gut aus, aber es müssen alle hellwach sein und cool bleiben, damit wir eine Lösung finden. Osterholt, du bist mein Ingenieur. Optionen? Wir haben keine Option. Kellner und ich müssen eine Schildlösung entwickeln. Den Antrieb zu reparieren ist unmöglich. Okay, dann legt los. Simmons und Baccara, ihr geht durchs Schiff und stellt einen Schadensbericht zusammen. Mayfield, du kümmerst dich um Aguilars verletzten Arm. Bewegung, Leute! Crewaufzeichnung beendet. Okay, hier geht's auch nochmal runter. Ich guck mal, wie viele Aufzeichnungen ich hier finde. Achso, von hier kamen wir. Ja, okay. Okay, geh mal wieder weiter hoch. Ist aber auch alles hinüber. Hier kommen wir nicht weiter. Also das Schiff werden wir wahrscheinlich selber nicht fliegen. Gehe ich mal von aus. So, hier waren wir ja schon. Hier die Spinte hatten wir jetzt noch nicht durchsucht. Shock Trooper. Komm, das will ich mitnehmen. Und das hier. Komm, nehmen wir auch mit. Die Bücher lassen wir mal. Hier noch mehr Aufzeichnungen, die ich vielleicht übersehen habe. So, was haben wir hier? Ach komm, nehmen wir mit. Wir sind eh überladen. Vielleicht können wir auch Sarah was Neues zum Anziehen geben. Nehmen wir mal mit. Klamotten kann man gut verkaufen. Oder weißt du was, Sarah? Ich gebe dir was Neues. Wenn es okay ist, würde ich... Hast du was Nützliches? Ja, bestimmte. So, was habe ich für dich? Hier, an Dingens. So. Ja? Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Gehen wir. Sieht interessant aus, wie die jetzt aussieht. Und hier kam er. Wir müssen in die Richtung. Mal gucken. Da waren wir jetzt drinne. Da waren wir drinne. So, reaktives Messgerät. Noch ein Digi-Dietrich. Gibt es hier noch mehr Aufzeichnungen? Waren wir schon unten? In dem Bereich? Hier ist auf jeden Fall noch ein Roboter. Ich will jetzt alles mitnehmen, alles sehen. Ich bin aber auch ein bisschen sprachlos. So, Comstation nehmen wir mit. So, wir müssen auf jeden Fall einen Planeten noch finden, der Helium hat. Und da eine Basis bauen. So.
Hier ist nichts angedockt. Was haben wir hier? Andockstation. Nichts Interessantes. Okay, wirklich nichts Interessantes. Hier finde ich jetzt aber auch nichts. Das führt auch nirgends wohin. Okay, ich kam jetzt nicht mehr hoch. Sorry, dass ich auch so ruhig bin, aber... Oh, hier ist nochmal was zum Knacken. Das passt. Ah, nice. So, das wäre hier. Und das hier. Passt. Krieg klingt so schön, oder? Der letzte Krieg? Boah, könnte man ein Buch draus machen? Wäre aber dann eher so dystopisch, sag ich jetzt mal. Wenn ich das schreiben würde. Ah, hier sind wir. Ich lasse den mal runterfahren. Tschüss, Sarah. Ich hoffe, die verläuft sich nicht. Hier haben wir noch jemanden. Credits, leere Trinkflasche, leere Bierflasche. Solstice. Apropos, wir haben ja jetzt ein bisschen Müll eingesammelt gehabt, was wir gar nicht brauchen. Wahrscheinlich ist das unter Sonstiges. Datenkern, Hydraulikklammer. Brauchen wir nicht. Leere Chunksverpackung brauchen wir nicht. Leere Kaffeepackung. Tablettenfläschchen brauchen wir nicht. So, das ist Schwarzmarktware. Aber hier ist jetzt kein Slate. Schlosstransfermodul. Ah! Gibt es hier noch mehr Slates? Ich will noch mehr Slates finden. Ich will mehr wissen hiervon. Ich will hier mehr erfahren, definitiv. Da geht's auch noch weiter. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir haben darum zu gehen. Wir werden bisher aber auch von nichts angegriffen, ne? Das muss ein Grand Tank sein. Ich habe ewig keinen gesehen. Die Galbank verwendet sie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ein Grand Tank? Das Ding? Crat Tank? Bist du genug beladen oder willst du noch mehr? Ich würde gerne noch mehr haben wollen, ja. Wie öffne ich die Dinger? Gibt es einen Computer für? Ich will da rein. Warte mal. Okay, die gehen nicht auf diese Art auf. Oder? Ja, ich würde gern wissen, wie ich die aufmache. Ich finde jetzt aber keine Datenslates mehr. Okay, hier gibt's doch noch.
Komm. Geh mal hier. Ziel eliminiert. Ist irgendwo noch eins? Das reinste Kinderspiel. Okay, erledigt. Was haben wir hier? Freizeitanzug von Mel. Ach komm, nehmen wir alles mit. So, und hier. Ist das? Oh, Tauregel. Links. Gibt's hier noch eine Slate? Oh, das ist Experte. Oh, so viele. Jetzt ist die Frage, wie knacken wir den? Wir haben zur Not so noch zwei Einer. Der passt hier definitiv irgendwo rein. So, der würde hier hin passen. Dann würde der hier unten passen. Okay, nice. Würde ich den hier hinsetzen wollen. Und, okay, jetzt müssen wir den hier verbrauchen. So, wie sieht's damit aus? Der passt da gar nicht rein. Der würde aber hier reinpassen. Und dann können wir den hier nochmal benutzen. So. Freund-Feind-Erkennung aktualisieren. Kampfinhibitoren entfernen. So, Robotersteuerung. Freund-Feind-Erkennung aktualisieren. Türfernsteuerung. Tür öffnen. Alarmsteuerung. Deaktivieren. Ist da oben jetzt auch offen? Nee. Wie kriege ich die jetzt auf? Ich will hier aufhaben. Ich will, dass hier auch offen ist. Wieso kriege ich die nicht auf? Oder wie kriege ich die auf? Muss doch eine Lösung geben. Dabei? Für mich ja. Für dich weiß ich nicht. Keine neue Slate. Persönlicher digitaler Bilderrahmen. So persönlich sieht es auch nicht aus. Ich dachte, ich hätte die deaktiviert. Alter. So, da ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Strahlungsleck. Wo soll der sein? Ah, hier. War nur eine Kamera, okay. Schwerelosdraht. Okay, alle erledigt. Reaktorcomputer. Knacken wir mal. Und so, der hätte hier Platz. Okay, das könnte schwierig werden. Wenn wir den hier nehmen. So. Mal gucken. Der passt hier. Okay. Das hat zumindest funktioniert. Achso, hier ist eine eigene Steuerung. Ja, dann scheiß drauf. Die sind ja eh alle jetzt down. Alle gelootet.
So, das nehmen wir auch mal mit. So. Die nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Brauchen wir alles. Okay, ab den Raum haben wir. Jo, wenn das getroffen wird, dann, so, noch ein Geschützturm. Achso, der boxt auf mich ein. Na, auf Sarah. So, ich... Nee, warte. Den hier. Jo! Wo ist denn der nächste? Ist hier noch ein... Okay, sie hat die jetzt alle erledigt. So, hier haben wir... Ah, nochmal knacken, okay. So, das passt hier. Und das passt hier. Das könnte hier passen. Nein! Nochmal von vorne, okay. So, der passt hier. Der passt hier nicht. Der passt aber hier. Und der passt hier. Okay, den habe ich da. So, wie würde es denn mit dem hier aussehen, wenn ich den hier hätte? Dann bräuchte ich den hier. Dann muss ich den hier nehmen. Ah. Der wäre da. Ich hätte hier ein Problem. Außer ich nehme den so. Und pack den hier hin. Ja. So wird's klappen. Credits, nice. So, hier gibt es nicht noch mehr. Ich finde es jetzt schade, dass ich jetzt keine Slates mehr finde. Ich will nicht wissen, wie viel ich jetzt hier übersehen habe. Falls ich hier übersehen habe. Ach so. Und was haben wir hier? Deep Reckon. Nehmen wir mit. So. Das nehmen wir mit. Ne. Ich hatte jetzt kurz gedacht, das wäre wieder ein Slate. So, hier aufmachen. Keine Gegner. Gibt's hier noch eine Slate? Ich höre auf jeden Fall ein. Sei lieber gründlich. Wo höre ich eine Kamera?
Ich sehe hier keine Slates mehr. Waren das alle? Was haben wir hier? Giftgasmine, das nehmen wir mit. Ich nehme einfach alles mit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nochmal hinkommen? Sehr gering, bei 1000 Planeten. So, der ist jetzt... Okay, die Kamera treffe ich einfach nicht. So. Aber okay, das ist der Weg, den ich gehen sollte. Was ist denn das? Nix. Wieso gibt es hier keine Slates mehr? Ich hätte gerne noch mehr Slates. So. Okay, das ist wieder so ein schweres Ding. Der könnte hier passen. Dann würde ich den da lassen. So, dann brauche ich den für... Warte mal, der könnte hierhin passen. Ja, ich würde den da hinsetzen wollen. Der passt ja überall rein. Ah, okay, der passt nicht da rein. Der passt nicht hier rein. Der könnte hier noch reinpassen. Der nicht. Der könnte hier noch reinpassen. So, okay, dann... Dann halt den. Der passt ja nirgends. So, okay, dann muss ich den hier jetzt nehmen und... Den hier, weil ich jetzt verkackt habe. Der könnte... Wo könnte der noch reinpassen? Hier? Nein! Ich hab's vermasselt. Nochmal von vorne. So. Der könnte hier hinpassen. Der nicht? Ja, ich würde den hier hinsetzen wollen. Dann den hier und den. So, der wird hier nirgends reinpassen. Der hier könnte hier reinpassen. Der könnte hier noch reinpassen. Der könnte hier reinpassen. So, dann nehmen wir den. Und den hier. Rückgängig. Nochmal. Nochmal. Okay, also muss ich das anders machen? Den hatte ich ja genommen gehabt. Warte. Dann würde ich vielleicht das hier nehmen wollen. Ah, und den hier. Und dann kann ich das hier nehmen. Und den hier. So, dann passt der hier rein. Oder warte. Wir nehmen den und den hier. So ist doch einfacher. Ah, okay. Wir sind jetzt hier oben gelandet. Ja gut, dann müssen wir da lang. Dadurch. Ich sehe schon, diese Folge wird auch ein bisschen länger dauern. Als gewöhnlich, als sonst.
So. Der passt hier nicht, aber der wird wahrscheinlich hier reinpassen. Und der wird wahrscheinlich hier reinpassen. Ah ja, perfekt. So, und so. Im Schloss knapp. Dann kommt wohl nur Wladimir Sol an dich ran. Ja. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wer hat mich gesehen? Da drinnen, okay. Ich geh trotzdem. Ich wollte jetzt trotzdem hier durch. Einmal. Geht schon los. Alter. Systeme. Ich. Katastrophale Schäden. Also die Waffe feiere ich. Alles gehen. So, warte. Wer hat da jetzt... Ah, hier. Ah, noch ein Roboter. Zwei. So. Ah, hier. Wollte schon sagen. So, nehmen wir mit. Ein Tablet wieder. Einmal alles hier durchsuchen. Das da bitte, das da. Achso, ich kann das wieder schließen. Okay, nice. Okay, wo soll... Was? Die stecken da hinten in dem einen Raum immer noch fest. Jetzt muss ich eben kurz abwarten, weil ich überladen bin. Okay, das reicht. Verkauf was von deinem Kram. Ja, kannst du was verkaufen? Hast du Lust zu handeln? Gibst du mir Geld, Sarah? Wie soll mir Geld geben dann? So, was haben wir hier? Eine Waffenwerkbank. So, des Commanders. Big Bang? Big Fiscal Quarter? Kielhauler? Hier, Shadow. Mein möchte ich gerne auch nochmal. Gucken, ob ich das... Ja, der bleibt so, wie das ist. Ah, ich kann nicht, Laservisier immerhin. Intern. Verschluss, Halbautomatik. Skin. Ich habe immer noch den Standard-Skin. Nein. Kielhauler. Was kann ich damit machen? Magnetschienen. Standardlauf. Verlängerter Lauf. Laser. Keine Mod. Mündung. Ist Kompensator drauf. Taktisches Magazin. Intern. Stecherabzug, okay. Verschluss. Vollautomatisch. Ah, okay. Skin. Skin kann ich hier nicht machen. Okay. Dann den hier würde ich gerne machen. Ah, verlängerter Lauf geht nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Auch nicht. Alter,
Alter Mars und Standardskin, okay. Bang. Hm. Optimiert AA 99. Ich kann hier nichts machen, ne? Nix, gar nichts. Mann. Ich bin enttäuscht. Hier ist schon ein verlängerter Lauf. Hier Laser. Ich kann hier nichts machen. Tut mich leid. Wie sieht es damit aus? Naja, Anzugwerk brauchen wir jetzt nicht. Und wieder keine Slate. Okay, gehen wir mal endlich hier rein. Einsteiger. Knacken wir das jetzt. Den und der hier. Dann wird das hier irgendwo passen. Und das wird... Ah, okay, der passt dann hier und der passt dann da unten. Wer das verschlossen hat, muss etwas Wichtiges versteckt haben. Wie kommst du denn darauf, Sarah? Wie die Packverbände. Hier ist aber keine Slate mehr. Nirgendwo. Dort nehmen wir alles mit. Achso, das war doch schon der richtige Weg. Was ist denn das hier? Müssen wir auch mal aufmachen hier. Der könnte hier reinpassen. Und der könnte hier reinpassen. So. Der passt hier nirgends, der passt nirgends. Okay, das heißt, der hier und der hier. Wir sind aber auch echt viel hier am Knacken momentan. Nice, noch mehr. Den kann ich nicht aufmachen. Warum? Hallo, ich will den Digi-Dietrich. Wieso komme ich jetzt an den Digi-Dietrich nicht ran? Ich muss schon hier lang, kann das sein? Hier die Treppe hoch. Ah, okay, ich muss Tür öffnen. Alter, was? Tresortio-Computer? Alter, das ist alles Geld. Okay, dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.